Also ich bin halt schon der Meinung, dass wir jetzt nochmal über diese Orient- oder Rom-Geschichte sprechen sollten, gerade wenn Sie beide jetzt hier bei mir am Tisch sitzen. Also ich habe natürlich die Orient- oder Rom-Debatte auch dabei, Herr Strigowski, ist ja Ihr Werk. Und ich würde jetzt einfach mal ein Zitat daraus vorlesen wollen, oder mehrere. Sie schreiben ganz am Anfang, ich ging einst nach dem Süden, um dem Ursprunge der italischen Kunst nachzuforschen. Jahrelange Studien überzeugten mich, dass der Schlüssel im Osten liegen müsse, nach damaliger Auffassung in Byzanz. So kam ich nach Konstantinopel. Und wieder nach einigen Jahren erkannte ich, dass auch dort nicht der eigentliche Keimboden der christlichen Kunst zu suchen sei. So ging ich nach Ägypten, Kleinasien, Syrien und bin nun in Mesopotamien gelandet. Nebenbei trat ich seit 20 Jahren auch der islamischen Kunst näher und so weiter und so weiter. Und dann ergehen sie sich vor allen Dingen darin, dass es eben nicht eine Rom-Zentriertheit geben dürfe. Und sie schreiben, harter Kämpfe, harter Arbeit und reicher Mittel würde es bedürfen. Um den Wahn auszurotten, dass alles, was christlich ist, von Rom ausgeht. Und übrigens das und so weiter wäre auch noch wichtig gewesen. Eigentlich. Ist nur denn es ist letztlich ja wirklich, dass man diese Dinge und diese Formen durchaus erkennen kann, wenn man einmal vor Ort ist und wenn man sich die dortigen Bauten, die dortige Ikonografie, Bilder, Skulptur einfach einmal unvoreingenommen, ja, anschaut. Ich weiß ja, dass er uns ein Antimodernismus vorwirft. Aber ich sage, das ist eine Groteske, das ist eine banale Vorstellung von Kunst. Kunst hat sich im gesamten Römischen Reich identisch entwickelt und nicht, wie er es behauptet, unterschiedlich in verschiedenen Provinzen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Sie verstellen völlig den Blick für Entwicklungen, die einem deututlich werden, aber wahrscheinlich haben Sie Ihre Stadt jemals verlassen. Ihr Blick ist verstellt. Hätten Sie mal die ikonografischen Abbildungen, hätten Sie die Malereien mal genauer betrachtet, hätten Sie gesehen, dass Feinheiten wie die Gestik, wie die Gewandung, wie andere Attribute, die zeigen an, dass in Rom zuerst die Entwicklung stattgefunden hat und die ausgestrahlt hat auf die anderen Provinzen. Sie merken überhaupt gar nicht, dass das, was Sie hier propagieren, wirklich auf Voraussetzungen beruht, die mit einer historischen Entwicklung keinerlei Zusammenhang besitzen. Wenn Sie einmal sehen würden, dass es Entwicklungen gibt, die klar zu definieren sind und die sich weit erstrecken und nicht nur kleinräumig, die aus dem Osten kommen und nicht aus dem Westen, dass der Westen, beziehungsweise dass das, was dort letztlich noch ankommt und was Sie jetzt hier so hochhängen, eigentlich nur ja noch eine aufnehmende Spur dessen ist, was ursprünglich sich dort entwickelt hat. Haben Sie das zur Kenntnis genommen? Im Orient hat sich etwas entwickelt. Aber erst nachdem es in Rom entworfen ist, nachdem erst in Rom die christliche Kultur einen Stand erhalten hat, der von seiner Wirkmächtigkeit so hoch war, dass er in den Osten ausgestrahlt hat. In Rom war das Zentrum und vom Zentrum Rom ging es in die Peripherie des Orients hinein. Es war genau andersherum und das wissen Sie ganz genau. Und zwar wüssten Sie es, wenn Sie selbst einmal dort gewesen wären. Haben Sie diese Dinge einmal zur Kenntnis genommen? Kennen Sie die Hauskirche von Dura Europos? Kennen Sie so etwas? Das ist Syrien. Nun gut, ja, Syrien. Das ist der Iran, das ist Mesopotamien, Persien. Wir sind in einem Gebiet, was Sie überhaupt nicht kennen und was Sie auch niemals zur Kenntnis genommen haben. Sie lehnen sich ja sogar so weit aus dem Fenster, dass Sie sagen, dass die islamische Kultur hineingewirkt hätte in die christliche hinein. Das ist Unfug. Das ist Unfug. Die römische Kultur, alles, die christlichen Wurzeln, die wir seit dem 2. Jahrhundert wunderbar nachweisen können, um die uns erhalten sind, die ich aufgezeichnet habe, die haben eine solche Strahlkraft gehabt. Das ist mir schon klar, dass Sie diese Einwirkung des
und die Vermischung der Kulturen da im Osten, Mittleren, Nahen Osten und in Asien nicht werden wahrnehmen können, da sie ja überhaupt niemals den Einblick gehabt haben. Wissen Sie, wie das ist, wenn man tagelang auf Eselsrücken unterwegs ist, um dort wirklich die Monumente, die frühen Monumente, selbst in Augenschein zu nehmen? Oder reicht es Ihnen, wenn Sie in Ihren dunklen Kellern herumkriechen und dort Ihre Dinge dokumentieren? Jungs, jetzt mal ganz, ganz andere Frage, ja? Was ist euch eigentlich daran so wichtig? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, es geht hier darum, dass ihr beide recht haben wollt. Oder geht es euch um die Sache? Um die Wahrheit. Natürlich geht es um die Sache. Und natürlich, und das ist das Einzige, wo ich zustimmen kann, geht es um die Wahrheit. Und es ist eigentlich jedem, der nicht verbildet ist, offensichtlich, dass eine Entwicklung in diese Richtung stattgefunden haben muss. Wer mit Ernsthaftigkeit Archäologie betreibt, der muss darauf kommen, dass meine Thesen wahr sind. Und was er uns polemisch vorwirft, das ist unerträglich. Das ist unerträglich. Darf ich Ihnen mal ein Beispiel nennen? Selbstverständlich. Darf ich Ihnen ein Beispiel nennen? Er wirft uns vor, zusammen mit anderen Kollegen, er wirft uns vor, etwa das Christusmonogramm. Das Christusmonogramm habe sich im Orient entwickelt und wäre dann nach Rom transferiert worden und hätte sich dort ausgebreitet. Es findet sich im gesamten Orient kein Artefakt, kein Monument, wo dieses Christusmonogramm zuerst nachgewiesen werden konnte. Aber in meinen Katakomben, da war es schon vom 2. Jahrhundert an immer wieder zu sehen. Und das ist Ihnen selbstverständlich deswegen klar, weil Sie den Orient selber in Augenschein genommen und die dortigen Monumente selbst breit zur Kenntnis genommen haben. Ganz einfach ist es natürlich möglich, Ihre Befunde in Ihrer großartigen zentralen Stadt einfach ein wenig hin und her zu rücken, um Ihre Thesen zu untermauern. Eigentlich geht es aber darum, wirkliche Entwicklungslinien aufzuzeichnen, und zwar im Sinne einer großen kulturellen Entwicklung und nicht dieser kleinen, von einem Zentrum ausgehenden Entwicklung, wo man durchaus feststellen kann, dass es natürlich darum geht, dass man sich auf die eigene Indoktrinierung verlassen muss, um da dann sagen zu können, das muss die Wahrheit sein. Ich sitze an der Quelle. Ich sitze an der Quelle der christlichen Kunst. Und das ist Rom, das mit seinen Katakomben, mit den unvergleichlichen Malereien, mit den Basiliken, die uns überliefert worden sind und die dort zu finden sind. All das ist der Schatz und der Beweis dafür, dass Rom der Ursprung christlicher Kunst und Kulturgeschichte ist. Sie sitzen an der Quelle dieser Form von Blindheit und Verbildung, ja? Also man kann sich genauso wenig auf diese katholisch-theologische Sichtweise zurückziehen wie diese Humanisten auf ihre Schriftquellen. Nein, schauen Sie sich die Monumente selbst an. Entwickeln Sie Ihre Methodik weiter. Schauen Sie sich das Ganze wie Naturwissenschaft an. So, jetzt beide mal bitte. Das ist ja furchtbar. Also wirklich, was mich jetzt wirklich mal interessieren würde, aus Ihrer Warte heraus, was denken Sie denn, was wir heute für ein Bild haben? Was glauben Sie, wessen Position wir heute in der modernen Forschung teilen? Ja, meine. Ja, ich denke, das ist klar. Meine. Tja, und jetzt werden Sie ganz überrascht sein, alle beide. Wir sind heute der Meinung, man muss das differenziert sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so im Gespräch mit Ihnen beiden habe ich das Gefühl, dass Sie an so etwas überhaupt gar nicht interessiert sind. Etwas Vermittelndes, etwas Differenziertes, etwas dazwischen. Es gibt nicht nur das eine oder das andere, sondern es gibt unterschiedliche Phänomene in unterschiedlichen Kontexten und an unterschiedlichen Orten. Ich glaube, Sie wären heute beide ganz schwierige Persönlichkeiten, ehrlich gesagt, wenn ich Sie so hier erlebe, bei mir zu Hause beim Essen.